sich das Problem hier gibt. Aber kann man eigentlich auch in dieser Karte hier mal gucken. Müllkarte. Oh ja. Oh, oh, oh. Hallo? Ja, dann wird es aber höchste Zeit, wa? Mal wegmachen. Mal gucken, ob wir die Mülldeponie auch, oder was auch immer, was war das eigentlich? Eine Müllhalde. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Ach, das geht noch ja nicht los hier. Schön. Wird langsam mal Zeit, dass hier einer antritt. Hallo? Naja. Kann man auch upgraden. Eine Servicestraße. Weg für Müllwagen zum Transport des Abfalls zu den übrigen Abladebereichen. Aha. Fügen Sie zusätzliche Servicestraßen zu, um Platz für weitere Abladebereiche zu haben. Ah, okay. Ist natürlich äußerst praktisch. So. Äußerst praktisch, hier gleich neben dem Wasserturm zu bauen, ne? Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Dann haben wir hier noch Abladebereich, ja. Kosten der? Scheinbar nichts. So. So, soll reichen. Das ist hier zwar auch Abladebereich, aber ich habe immer ein bisschen mehr in petto. So, kommt hier noch einer oder was ist denn das hier für ein Quatsch? Muss man einen einstellen hier. Es ist schwer, hier gute Manager zu finden. Manager. Ja, komm, dann müssen wir halt. Dann müssen wir halt noch ein bisschen Residential bauen. Bin mir schon ziemlich sicher, das kann ich schon fast mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich das wahrscheinlich alles nochmal neu umbaue, denn wahrscheinlich. Ich baue das jetzt hier einfach mal so, wie ich denke. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall noch später das alles umgebaut wird. So, ich wollte jetzt nochmal gucken bei Bildung. Moment. Damit die hier auch versorgt sind, bauen wir hier auch noch. Bauen wir hier auch noch ein paar Bushaltestellen. So. Scheint ja auch noch ein Problem gewesen zu sein. War mir ja nicht so bewusst gewesen. Ach, hier können wir auch noch welche hinbauen. Zack. Zack. So. So, dann dürfte das flutschen und unsere Müllanlage dürfte dann auch mal langsam hier in eine Pötte kommen. Jawohl. Und damit müsste eigentlich die Müllproblematik etwas zurückgehen. Ah. Warum auch immer das unser Gemeindehaus den meisten Müll produziert ist mit total schleierhaft. Wahrscheinlich, weil da so viele demonstrieren und ihren Dreck da lassen. Hier sieht man den Müllwagen fahren. Das sieht man sehr schön. Jetzt in der Einstellung. Wie der hier den Müll abholt und automatisch wird es dann noch weniger. Das ist faszinierend. Das haben sie richtig cool gemacht. Nice. Ist das hier? Die in meinen Taschentuch. Naja. Hier fährt noch einer. Könnt ihr jetzt halt sagen, eigentlich können wir das doch mal machen. Vorsichtshalber. Wir kaufen einfach mal noch eine Garage. Was kostet die? 5000. Ja, die können wir uns leisten. Zack. Und dann haben wir noch einen. Müllabfuhrdienst für Nachbarn verfügbar. Ja, das ist dann später interessant. Ja, guck mal. Müllproblematik beseitigt oder was? Nee. Aber es wird weniger. Es wird hier weniger. Ist natürlich klar, die Außenstationen, die dauern natürlich etwas länger. Weil die Müllwagen ja erstmal auch eine weitere Strecke fahren müssen. Sehr geil gemacht. Gefällt mir. Überhaupt, das ganze Spiel hat so viele Details. So, ja. Haben wir denn hier nur schon mal ein bisschen was anderes? Müll ist beseitigt. Wir sind kurz vorm Peng. Naja, wollen wir mal machen.
Und die wollen mehr Resident... Ach, Quatsch. Mehr blaue Gebiete wollen sie jetzt haben. Wo hatte ich eigentlich hier hingebaut? Commander Taco. Hat er doch hier... Wie sieht denn das so komisch aus? Na gut. Kann man vielleicht ja nicht hinbauen, kann ja auch sein. Genau wie sieht das nicht. So, dann werden wir hier mal jetzt straßentechnisch auch noch mal ein bisschen fortschreiten. Und die ganze Sache mal auch noch ein bisschen forcieren hier. Ich mag diese Kreisanordnung. Können wir hier auch mal so machen. Eigentlich jetzt nicht so dicht an die Industrie ran, aber naja. So, dann werden wir denen mal hier noch ein bisschen blaue Gebiete geben. Und hier können wir ruhig nochmal grün machen natürlich. Aber wird doch gleich gebaut. Also das ist hier irgendwie Quatsch. Warum auch immer. Weil hier fangen sie nämlich gleich an zu bauen an, aber hier nicht. Werden wir das mal entfernen, denke ich. Und einfach mal grün mit hinbauen. So. Aber wir können ja einfach mal, wo das mit der Gesundheit hier so ein bisschen dramatisch war, auf die Gesundheitskarte gucken. Ja, das geht eigentlich. Was ist hier los? Ich hoffe, das deckt meine Versicherung ab. Versicherungspolice mit ab. Ja, Gesundheit sieht aus. Ja, hier nicht so, aber... Werk für Blei- und Babyrezepturen. Ja. Was hat der für ein Problem hier? Wir wollen die ganze Nacht lang eine riesen Black Party feiern, Mann. Ja und? Wir werfen vielleicht während der Party noch ein bisschen mehr Müll raus. Das macht ihnen doch nichts aus, oder? Dürfen wir nun unsere Party schmeißen oder nicht? Dieser Auftrag wird auf jeden Fall Müll erzeugen. Ja, mach. So schlimm wird das nicht werden, oder? So, was gibt's denn hier? Es heißt, so ein verrückter Kerl. Das war eine falsche Übersetzung, wa? Es heißt, so ein verrückter Karl namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Maxis Man, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihm den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Problem ist, dass ich jetzt hier ja nicht sehe, was da steht. Was? Belohnung 5000. Ja. So, hier sind nämlich so eine Art Nebenquests, die man machen kann. Bürgermeister, die Klassenzimmer in St. Will sind alle randvoll. Wir brauchen mehr Klassenzimmer. Und Lehrer. Okay. Ist ja gut zu wissen. Sprich, wir müssen ausbauen. Und zwar ein Klassenzimmer oder der obersten Etage. Ja, dann bauen wir hier mal noch ein Klassenzimmer ran. Bitteschön. Und dann gucken. Ja, haben wir gemacht. Das sind unsere Aufträge hier, die wir hier so haben. Genau. So, sorgen Sie dafür, dass die Zahl der Einwohner bei 2500 liegt. Aha. Stellen Sie das Maxis Herrenhaus auf. Schicken Sie Maxis Man auf Patrouille. Okay, warte mal, da muss ich ja wieder mal gucken. Das ist ja irgendwie öffentliche Gebäude, wa? Oder kommt das erst noch?
Muss ich mal gucken. Abwasser ist Quatsch. Naja, Verwaltung ist das auch nicht wirklich, aber naja, Polizei denn eher, wa? VU-Turm. Also hier ist das Maxis Herrenhaus. Kostet auch nur 40.000. Polizeirevier. Polizeiwache. Also von dem... Ach so, doch. Aha. So, was? Lehren Sie vorab... Lauf der Zeit 250 Mülltonnen. Aha. Dann werde ich mal vorsichtshalber noch so ein Auto kaufen hier, wa? Ist vielleicht günstig. Damit wir das auch ein bisschen schneller schaffen. So, also muss ich jetzt auch noch ein bisschen drauf achten, was hier so für Schilder kommen. Das sind hier nämlich unsere Quests. Also ich sag jetzt mal, das sind Quests. Das sind so kleine Aufträge, die man so nebenbei machen kann. Naja, das sollte eigentlich machbar sein. So, ja, für Bildung haben wir was getan. Allerdings... Feuer, ja. Feuer kommt dann als nächstes, das war klar. wollte ich nochmal gucken. Wir müssen hier, glaube ich, noch die... Bauen wir mal hier ihn hin und hier ihn hin und hier ihn hin und da ihn hin. So. So, Feuer. Eine Feuerwache für 20.000. Boah. Scheiße. Ihr könnt jetzt einen Kredit aufnehmen, apropos Geld. 1.400 die Stunde. Mal. So, haben wir geschafft. Boah, da hat es auch richtig Kohle eben für. 34.000, das passt ja. Und wir müssen nämlich gleich auch eine Feuerwehr bauen. Passt ja wunderbar. So, Jas. So, kann man hier... Nee, kann man nicht. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Aber bis dahin ist das Ding abgebrannt. So, was haben wir denn hier? Fahnenmast der Feuerwache. Ist auch eher so ein Verzierungsgimmick. Genau wie das Schild. Feueralarm, was? Die Löschzüge werden doppelt so schnell ausgesendet. Na, wo baut man das hin? Was? Auf der Straße. Anbaupunkt zur Installation notwendig. Na gut. Was ist da unten los? Passiert. Schaffen die das jetzt noch mal oder? Ich meine, die haben wir. Ein Löschfahrzeug haben sie. Ach, hey. Ah, jetzt kommen sie. Wo fährt er so hin? Ah, jetzt. Jetzt sieht es los hier mit Löschen. Ganz schön lange, wa? Weil so war ja nun nicht gerade ein großes Haus. Alter, wie lange löschen die denn an dem Teil? Wie krass. Jetzt sind sie fertig. was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass man hier bei den anderen SimCity-Teilen hatte man ja auch immer irgendwie so einen Ticker oder so. Waren zwar manchmal ganz witzige Sachen bei. Aber dass hier die Sachen in gelb bzw. rot, wenn es denn schon allerhöchste Eisenbahn ist, angezeigt werden, das finde ich richtig gut. Oh, die wollen mehr Industrie.
Naja.